Hallo Freunde, willkommen zurück zum Adventskalender. Ja, dritte und wahrscheinlich letzte Episode für diesen Adventskalender, für dieses Spiel. Wie ihr seht, hat sich wieder einiges getan. Die Fabrik habe ich absichtlich mal noch zugelassen. Was da drin ist, sehen wir dann gleich. Die ganzen Drohnenhubs sind hier rüber gewandert. Da hatten wir vorher hier drüben welche. Straßen hat sich auch wieder einiges getan und das werden wir auch gleich noch erweitern. Wir haben inzwischen die Möglichkeit dazu. Geld habe ich ein bisschen was angespart, wie ihr sehen könnt. Wir zahlen regelmäßig Strom und Unterhalt und Gedöns, aber wir exportieren auch relativ viel. Die Balance sieht eigentlich ganz gut aus. Wir zahlen Strom und Steuern, das ist eigentlich lächerlich wenig, für die Einnahmen, die wir haben. Im Nachhinein sollte ich die Steuern vielleicht wieder einschalten. Dann zahlt man auch für Hallen, für Drohnen, für die ganze Infrastruktur, für Straßen, für die Gleise, für die Strommasten. Für den ganzen Kram zahlt man dann auch noch Steuern. Das habe ich im Moment noch nicht. Wir sind quasi gerade in einem Steuerparadies. Aber das würde ich als nächstes dann auch einschalten, wenn ich nochmal anfange. Okay, wie sieht's aus? Die Halle hat hier vorne eine ganze Menge Eingänge bekommen. Und ihr seht, die Drohnen sind auch fleißig dabei, die LKWs zu beladen. Wir haben 32 Drohnen, das ist eine ganze Menge Zeug. Ich spanne euch mal nicht weiter auf die Folter, dann sehen wir auch mal gleich, was in der Fabrik ist. Ist gar nicht so viel, wie man glaubt. Wir brauchen dringend wieder Material. Das wäre das Nächste, um das wir uns kümmern. Denn ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit den Verpackungseinheiten. Das Verhältnis passt. 3 Raffinerien zu einer Packungseinheit. Das sollte laufen. Und dann sehen wir, haben wir insgesamt auch 6 Abgänge, wo die Drohnen dann die ganzen Kisten abgreifen können und das zu den LKWs bringen. In der Zwischenzeit habe ich mir die Freiheit genommen, unsere ganzen Forschungspunkte zu nehmen und hier oben in Klauenzügen zu investieren. Wir haben inzwischen genug Export pro Monat. Da sind wir bei fast 6 Tonnen. Wenn wir unser Material wieder ein bisschen verbessern, dass wir hier mehr anliefern, dann kommen wir auf jeden Fall auch auf diese 6 Tonnen, die wir brauchen. Lass mal gucken. Wir haben hier unten Eisen. Das wäre dann interessant, wenn wir auf Stahl gehen. Wir haben hier eine Menge Kohle. Das könnten wir eigentlich noch hier drüben anbinden. Ich würde sagen, das könnten wir auch gleich machen. Und während das dann läuft, installieren wir ein paar Klauenzüge. Das wäre gar nicht so blöd. Okay, das bedeutet, wir brauchen als erstes mal eine Menge Bergbautürme. Das ist sehr weit weg von unserem Gebiet. Dementsprechend würde ich hier auch ein eigenes Kraftwerk empfehlen. So, wie kriegen wir das hin, dass wir wieder möglichst wenige Züge hier drin haben? Ich denke, die beiden können wir zusammenschließen. Das müsste eigentlich passen. Oder auch nicht. Oder wir machen gar nicht so lange rum. Ich meine, es ist nicht so, als hätten wir wirkliche Ressourcenknappheit zurzeit. So, dann fangen die wenigstens schon mal an. Das ist in Ordnung. Dann möchte ich die beiden sollten sich damit ausgleichen. Dann kriegen wir die also auf die Art miteinander verbunden. Dann habe ich hier einen Abholpunkt für den Zug. Ich sage die zu diesen Minenkarren auch Züge, obwohl wir eigentlich hier drüben dann die richtige Zugtechnologie haben. Nur dass die Güterzüge, deshalb der Unterschied Zug und Güterzug, die Güterzüge sind quasi ein Ersatz für die LKWs. Und da auch nicht richtig, weil das nicht für Kisten gedacht ist, sondern dann für Rohmaterial. Aber dazu kommen wir noch. So, lass gucken, wie kriegen wir die beiden jetzt auch noch möglichst gut an ein Netz.
Das passt. Das passt nicht. Blöd das. Probieren wir hier noch mal was aus. Und wenn das auch nicht passt, dann tut es mir sehr leid. Dann wird da wohl nichts draus. Nö, passt auch wieder nicht. Relativ knapp, aber was soll's. Auch das wird knapp nichts. Blöd. Aber das funktioniert. Okay. Dann lassen wir hier einmal raus. Hier einmal raus. Und hier einmal raus. Okay, das war schon mal zu weit. Aber es sollte, denke ich, klar sein, was ich davor habe. Okay, dann können wir hier nach oben gehen. Okay, das wäre schon mal das. Wir lassen uns noch ein bisschen bohren. Und dann müssen wir das hier drüben mit verbinden. Ich würde sagen, da gehen wir hier rüber über den Fluss. Flussübergang sollte kein großes Problem sein für uns. Okay. Die Frage ist als nächstes, wie machen wir das hier drüben am geschicktesten? Na toll. So, das wäre schon mal der Wagen. Es wäre sehr elegant, wenn wir es irgendwie hier dran kriegen könnten. Das müsste eigentlich auch gehen, wenn wir hier reinkommen, um die Kurve, hier rauskommen. Das müsste eigentlich hinhauen. Machen wir also hier hin. Brauchen wir zwei Tore. Kann nicht unter dem. Ah. Jetzt. Ah, schlecht. Ich meine, hier kommen wir raus. Das ist nicht das Problem. Wie kommen wir hier dran?
optimal wäre es, wenn wir das daneben machen, also in die Mitte machen könnten. Dann würde das passen. Aber da haben wir keinen Anschluss. Und ihr seht, das taucht hier nicht mal auf, so schnell wird das Aufgebrauchte von der Fabrik. Wir brauchen also deutlich mehr Material. Das reicht vom Abstand leider auch nicht. Aber das könnte funktionieren. Okay. Okay. Bauen wir es rückwärts. Von hier aus. In diese Richtung. Hierher. Nach oben. Dann brauchen wir hier oben ein Tor, natürlich. Na, komm her. Bloß keinen Mist machen. Sowas zum Beispiel. Aber das kriegen wir auch gleich wieder repariert. Ebene 2. Läuft. Und dem sagen wir, er soll bitte umdrehen. Dann kommt er schon wieder in diese Richtung. Okay. Lädt hier aus. Dann können wir den ganzen Kram hier abreißen. So, und hier brauchen wir wieder ein Tor. Wenn alles klappt, in der perfekten Welt. Okay, soweit. Und dann haben wir das. Der Wagen läuft wieder, sammelt jetzt hier. Der Wagen läuft hier. Das passt auch. Und dann reißen wir das hier wieder ab. Sammeln hier auf. Hier raus, hier rein. Passt, dann möglichst knapp natürlich diese Anschlüsse. Glück habe ich hier noch nicht tief reingebaut. Ich meine, kostet nichts, das abzureißen, aber ist einfach lästig. Okay, und da hätten wir einen Kreislauf. Dann fügen wir am Anfang einfach mal richtig volle Möhre dazu, weil hier unten sich einiges angestaut haben dürfte. Und ich hätte ganz gern, dass das möglichst schnell abgeholt wird. Außerdem ist der Zug eine ganze Weile unterwegs. Auch wenn er erhöht fährt, dauert das einfach, bis wir das Material in der Fabrik haben. Immerhin, die Türme sind schon mal leer hier vorne.
Leider können wir keinen zweiten fahren lassen, aber wir könnten die Züge beschleunigen oder hier noch zusätzliche Wagen hinzufügen. Und jetzt seht ihr, warum das später wichtig wird. Die Entfernungen werden immer größer und die Güterzüge sind nicht für den internen Verkehr gedacht. Die sind nur dazu da, um Sachen zu exportieren. Dementsprechend ist der noch eine Weile unterwegs. Wir haben eigentlich eine Menge Forschungspunkte. Ich würde vorschlagen, wir beschleunigen unsere Züge ein bisschen. Nö, machen wir nicht, weil das höllenteuer ist. Das ist auch höllenteuer. Lass mal gucken, wenn wir noch ein paar Forschungspunkte abholen können. Läuft das. Okay, dann beschleunigen wir die. Ich denke, davon haben wir mehr, als wenn wir einfach zwei zusätzliche Waggons ranhängen können. So, das hilft ein bisschen. Und siehe da, kurzfristig haben wir sogar wieder ein bisschen was auf Lager. Ich bin also zuversichtlich, dass das jetzt wieder ein bisschen besser funktioniert und wir hier Zeug ausspucken können. Okay, was machen wir mit dem ganzen Kram hier? Da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Die Drohnen stehen sich mehr im Weg rum, als dass die wirklich arbeiten. Ich habe das jetzt mit einer ganzen Menge Tore ausgestattet, die Fabrikfront, damit die Drohnen möglichst viele Durchgänge haben. Aber ihr seht, die Routenplanung ist einfach total für die Katze bei den Dingern. Daher können wir uns die Routenzüge, die Krallenzüge schnappen und ein paar Dinge anpassen hier. Ich würde zum Beispiel im ersten Schritt die drei einfach mal abreißen. Das ist nicht so schön für die LKWs, aber was soll es? Warum kann der da nicht bauen? Wahrscheinlich, weil noch ein LKW dort stand. Jawohl. Die schalten wir auch schon mal ein. Und sobald der weg ist, drehen wir das Ding auch um. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was gewonnen. Läuft. So. Die Störung für die Fabrik war minimal. Die LKWs kommen nach wie vor. Jetzt parken sie noch auf der anderen Seite. Was bringt uns das? Erstmal nicht viel auf den ersten Blick, aber wir können unseren Drohnen nachher sagen, nehmt euch was von einem Fließband hier in der Mitte. Aha. Und dann haben die sehr, sehr kurze Wege. Gerade nur über die Straße rüber, LKWs auffüllen und die Sache läuft. Wie machen wir das? Wie kriegen wir hier ein Fließband hin, dass die Drohnen, wo die Drohnen was abholen können, und wie kriegen wir diese Fließbänder in der Mitte befüllt? Und da kommen die Krallenzüge ins Spiel. So, nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, wir reißen hier eine Menge Zeug ab. Einfach um es neu aufzurichten. Okay. Dann soll das hier ein bisschen warten. Das spielt keine große Rolle. Am Rand verkaufen wir immer noch. Und dann können die Tanks wieder ein bisschen volllaufen. Sobald es hier vorne abgeholt ist, können wir den Rest auch abreißen. Ich will die Kohle nur nicht verschwenden. Schon gar nicht, wenn die Drohnen sowieso in der Nähe sind. Und hier relativ bevorzugt abholen. So. Dann brauche ich hier eine Reihe, die von zwei gespeist wird. Das heißt, wir legen die beiden schon mal irgendwie zusammen. Und das sind 18 Tore. Machen wir 6 pro Reihe. 3 mal 6, das läuft. 6 ist immer gut. Machen wir es sogar ein bisschen länger. Und dafür mit einem Versatz. Das erleichtert mir das Leben enorm.
Gehen wir also mal hier runter, sagen wir 8, gehen wir hier 8 hoch und nachher auch wieder 8 hier rüber. Aha. Wenn ihr sehen könntet, was ich gerade vor meinem geistigen Auge habe. 2, 4, 6, 7, 8. Machen wir es 12. Einfach, weil es geht. So. Dann möchte ich... Das ist jetzt ein bisschen ein Gedockter, aber das kriegen wir schon hin. Das ist jetzt erstmal nur vorübergehend. Okay, das kriegen wir eigentlich ganz gut genutzt. Jetzt muss ich leider doch eins abreißen, sonst reißt mir bald der Geduldsfaden. So, das bauen wir mal hier hin. Ich mache es gerade unnötig kompliziert, aber ich will eben auch, dass es nach ein bisschen was aussieht. Okay, das läuft. Wie ihr seht, ist der hier aus. Das heißt, die Drohnen versuchen nicht hier irgendwas aufzusammeln. Und das ist eine gute Sache für uns. Dann können wir nämlich hergehen und sagen, wir nehmen einfach mal diese zwei Hallentore. Zwei neue Hallentore. Kann ich die... Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die wieder zuzumachen, aber ist jetzt gerade auch nicht so wahnsinnig wichtig. Dann bauen wir hier Krallenzug. Das war ein bisschen weit. Gehen wir ruhig noch ein Stückchen weiter. Das muss man später dann sowieso wieder anpassen. Okay, sollen wir einen schönen Kreislauf für den Krallenzug. Das passt schon mal. Dann sagen wir ihm, er kann hier drüben Zeug aufsammeln. Sagen wir hier ganz frech an jedem zweiten Punkt. Dann sagen wir, wir machen hier drüben eine Station hin. Die hat hohe Priorität. Dann holen die Drohnen das dort ab. Und hier fügen wir jetzt einfach mal einen Krallenzug hinzu mit, sagen wir, 6 Krallen. Und hier draußen soll der ausladen. So, der Krallenzug bedient sich und die Drohnen sollten dann hier abholen. Ganz besonders, wenn wir denen gleich sagen, dass hier drüben nichts mehr gibt. Hier machen wir es ähnlich. Die meisten Drohnen werden sich jetzt schon hier bedienen. Können hier erstmal die Priorität auf Mittel stellen, damit sie das Zeug hier draußen bevorzugen. Geht, wie ihr seht, sehr, sehr schnell. Schon ist das in der Halle alles erledigt. Gut.
hohe Priorität. Und im Optimalfall müssten wir jetzt pausieren. Und wenn wir dann hier die nächsten Geschichten aufstellen, wisst ihr was, den Krallenzug verlängern wir direkt, maximale Länge. Wenn der jetzt alleine das alles versorgen soll, dann ist das nicht schlecht. Machen wir hier als nächstes den nächsten Krallenzug rein. Ich und mein Verflixtes, dass es gut aussehen soll. Verdammt, noch eins oder zwei. Machen wir das hier hin. Das geht hier hin. So. Und hier drüben. Machen wir das so. Und dann brauchen wir wieder zwei Hallentore. Einfach für Zug rein, Zug raus. Relativ einfach. Ist ein bisschen lang. Die Drohnen sammeln es immer am Schluss auf und dann will ich, dass die möglichst kurze Laufwege haben. So prügeln die sich jetzt gerade um das Zeug hier draußen. Der eine Krallenzug hat auch reichlich zu tun. Aber die Produktion steht deswegen nicht still. Kann man noch optimieren. Ist keine große Sache gerade. Okay, bauen wir den nächsten Krallenzug. Kommt einmal hier durch. Geht hier wieder raus. Geht hier drüber. Man hätte ja auch Winkel, aber das ist einfach viel eleganter, wenn man das mit geraden Linien macht, finde ich. So, dann sagen wir ihm hier, dass er den ganzen Kram abwerfen kann und hier kann er nach Herzenslust aufnehmen. Das stellen wir auf hohe Priorität. Der Krallenzug kümmert sich nicht um die Priorität, er kümmert sich nur um die Abholpunkte. Die Drohnen sind die einzigen, die sich um die Priorität der Fließbänder kümmern. Und da kommt jetzt schon mal eine große Ladung an. Wir sollten aber gucken. Yep. Ich weiß schon, warum ich es ein bisschen länger gebaut hatte. Keine große Sache. Machen wir hier einen Abwurfpunkt hin. Und den können wir hier rausnehmen. Dann haben wir hier auf jeden Fall genug Platz, dass der Krallenzug sein Zeug hier wirklich abwerfen kann. Gleichzeitig nehmen die Drohnen sicher schon mal Zeug weg. Gerade so. Aber jetzt machen die Drohnen das schon wieder leer, befüllen die nächsten LKWs. Dann läuft das. Und das gleiche bauen wir jetzt nochmal hier drüben auf. Relativ einfach. Frage ist nur, wie hässlich mache ich es diesmal? Yep. Okay, dann haben wir
das hier. Wieder zwei Tore. Rein und raus. Kennen wir inzwischen. Na. Läuft. Abholpunkte. Ist eigentlich unnötig, so viele Abholpunkte zu bauen, aber ich mache es trotzdem, einfach aus Sicherheitsgründen. Ein Abwurfpunkt. Und wenn es geht. Länge 13. Priorität hoch. Da wird jetzt der ganze Kram aufgesammelt. Und schon haben die Drohnen in der Halle selber nichts mehr zu suchen. Das geht jetzt alles über die Krallenzüge raus. Und die Drohnen haben wieder sehr kurze Wege. Das ist in der Zukunft dann beliebig erweiterbar. Wir können hier wieder zwei Routen reinmachen. Zwei Routen raus. Und sagen dann einem Krallenzug, er soll hier zwischendrin ablagern und der nächste hier oben. Oder ja, können wir beliebig ein bisschen orientieren, dass das alles ein bisschen mittig ist. Und die Drohnen haben immer relativ kurze Laufwege. Und später, viel später, wenn wir hier schon mal 4000 Fracht raus haben und Kohle in unsere Forschungslabore packen, dann kriegen wir das freigeschalten, dass Klauenzüge auch LKWs beladen können. Ab dem Punkt könnt ihr euch vorstellen, dass das deutlich schneller geht. Dann können wir uns entweder darum kümmern, dass die Krallenzüge das direkt machen oder, und das würde ich bevorzugen, nochmal ein extra System, dass die Krallenzüge aus der Halle das rausbringen und von hier drüben die LKWs durch Krallenzüge beladen werden. Dann geht es wupp wupp und die LKWs können weiter. Und dann lohnt es natürlich auch, wenn wir Forschung investieren, um die Zeit der LKWs weiter zu verkürzen. Dann haben wir einfach eine viel höhere Taktung. Unsere Drohnen haben reichlich zu tun und ihr seht, hier verlässt ein LKW nach dem anderen bereits beladenes Zeug. Und es ist alles relativ modular. Wir haben noch jede Menge Platz in der Fabrik. Hier drüben füllt sich es auch wieder. Das war jetzt schon wieder ein bisschen viel. Das heißt, wir könnten viel mehr produzieren. Trotzdem läuft es hier nicht wirklich voll. Die Krallenzüge sollten eigentlich eine ganze Menge Zeug abtransportieren. Und das ist das Schöne an dem Spiel. Man hat immer noch eine kleine Herausforderung mehr. Kann immer noch ein bisschen was optimieren. Wir sind jetzt im Moment nur dabei, dass wir Kohle produzieren, aus Kohleerz. Und der Laden läuft ziemlich gut. Wir haben jede Menge Kohle, also Geld. Wir haben jede Menge an der Forschung zu machen. Wie sieht es dann in der Zukunft aus? Was kommt als nächstes? Als nächstes würde ich an dem Punkt anfangen, die Forschung auszubauen. Wir müssten als nächstes eine kleine Forschungsfabrik hier aufbauen, die aus diesem Kohlezeug, das wir hier produzieren, dem Kohleerz, komprimierte Kohle macht. Und die komprimierte Kohle kriegen wir dann in den Forschungsbuchten weiterverarbeitet. Je hochwertiger das Material ist, das wir in die Forschung reinpacken, desto mehr Forschungspunkte kriegen wir raus. Das heißt, wenn wir hier hochwertige Kohle reinmachen, kriegen wir mehr Forschungspunkte und ihr seht, das ist dann Voraussetzung für spätere Forschungen. Hier müssten wir Eisen reinpacken. Deswegen habe ich die Forschung hier hinten aufgebaut, weil wir auch noch Zugang zu Eisen haben. Da könnten wir also dann in Zukunft Kohle und Eisen separat oder jeweils reinmachen. Erstmal Eisenerz, das müssten wir dann raffinieren zu Eisen und das dann in die Forschung packen. Später brauchen wir dann auch noch Gold für die Forschung.
Da haben wir hier eine ganze Menge. Da würde ich hier nochmal eine extra Fabrik aufbauen und dann gucken, dass ich vielleicht einen kleinen Zug abzweige für die Forschung oder hier drüben nochmal extra zwei Forschungslabore aufmache, nur für Gold und das restliche Gold wahrscheinlich exportieren, weil das sehr schwer ist. Und für größere Forschung brauchen wir dann einfach mehr Masse. Hier brauchen wir schon 18 Tonnen. Hierfür brauchen wir 22 Tonnen. Mit 30 Tonnen hätten wir dieses Szenario gepackt. Ihr habt gesehen, wie viele Szenarien es gibt. Jede Welt ist ein bisschen anders, bietet andere Herausforderungen. Ab einem gewissen Punkt können wir dann auch noch das Öl anzwacken. Hier haben wir nochmal extra Kohle und jede Menge Eisen. So wie hier drüben haben wir nochmal extra Kohle und Eisen. Noch mehr Eisen, noch viel mehr Eisen. Das heißt, als nächstes würde ich dann schauen, dass wir das Eisen anschließen. Zum einen an die Forschung, zum anderen für hier. Und dann können wir das Innenleben der Fabrik wieder ein bisschen überarbeiten. Dann geht es nämlich los, dass wir Zyklen haben für das Eisen, Zyklen haben für die Kohle. Dann brauchen wir zusätzliche Zyklen, um Stahl draus zu machen. Und dann können wir Stahl exportieren. Deswegen die Halle so groß, einfach damit die Zukunft sicher ist. Wir können ohne Nachteile abreißen und umbauen. Kohle, also Geld hätten wir reichlich dafür. Das würde als nächstes weitergehen, dass wir Eisen anschließen, Stahlplatten exportieren können, für die Forschung Eisen benutzen, später Stahl benutzen und, und. Da haben wir noch jede Menge Platz zum Wachsen. Und insgesamt habe ich jetzt eine Weile gespielt, Nachmittag oder so. Wäre also vielleicht auch mal ein kurzes Let's Play wert, dann seht ihr auch die ganzen Zwischenschritte und ein paar Gedanken und Planungen, die ich so dazu mache. Und werde nicht total vor vollendete Tatsachen gestellt. Aber das hier ist nur, um das Spiel einfach mal ein bisschen anzuteasern, zu zeigen, dafür ist der Adventskalender da. Und ich denke, da funktioniert das auch soweit ganz gut. Wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Lagerplatz. Das jetzt nicht mehr im Adventskalender. Das war es jetzt dann auch schon mit diesem Spiel. Wir sehen uns dann im nächsten Adventskalender. Da gibt es dann ein anderes Spiel, auch eins, wo es um Management, Planung und Aufbau geht. Aber eins, das mich schon ein bisschen länger reizt und das ihr bisher in einer oder zwei Abstimmungen abgelehnt habt. Mehr werde ich mal noch nicht verraten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.